So, damit willkommen zurück zu Prey hier. Da vorne ist Alex Yu, den haben wir seit Ewigkeiten nicht gesehen. Im Prinzip seit Anfang des Spiels, im Prinzip. Um nochmal im Prinzip gesagt zu haben. Keine Ahnung, was gleich passieren wird. Keine Ahnung, was er uns alles erzählen möchte. Ich bin ein bisschen gespannt, muss ich sagen. Weil, da haben wir jetzt lange drauf hingearbeitet. Der Kerl hat sich ja versteckt vorher. Der Kerl hat ja sonst vorher Quatsch gemacht. Mal gucken, ob der überhaupt da ist. Nachher ist er doch nicht da. Der ist doch da. Also, ne Wand ist da. Ich habe ihn mir anders vorgestellt. Nicht ganz so grün vielleicht. Schlüssel zum Königreich. Ich gebe dir meinen Zündschlüssel. Aber hör mir bitte erst zu. Dann kannst du die Talos immer noch zerstören, wenn du das für richtig hältst. Aber das tust du nicht. Nein. Ich habe immer gedacht, dass wir nicht mit dem Feuer spielen können, ohne das Haus abzufackeln. Aber du hast mich überzeugt. Du hast mir gezeigt, dass nichts unmöglich ist. Wie hoch der Preis auch sein mag. Dieser Teil von dir ist immer noch da. Wir schreiben Geschichte morgen. Nicht diese Blutsauger im Transtar-Vorstand. Nicht Mama und Papa. Du und ich. So wie geplant. Unsere Daten bestätigen deinen Verdacht. Die Koralle sendet ein Neuralsignal. Eine geheime Botschaft hinaus ins All. Ich will wissen, welche Botschaft das ist und an wen sie sich richtet. Du weißt es. Seit wir erstmals die Teil von Neuromods testeten, weißt du's. Dieser Fabrikatorplan ist für den Prototyp des Nullwellengeräts. Es fängt das Signal der Koralle ein und nutzt es, um allen Typhon-Organismen einen heftigen Schock zu verpassen. Nimm es. Das ist praktisch, hallo. Und der Zündschlüssel, wie ich... Was? Morgen! Oh, huch, was ist denn da los? Nobla? Was geht denn hier jetzt? Aua! Aber ein sehr... Au! Oh Mann, sehr aua. Oha. Au. Ich scanne mal kurz, ne? Falls ich kann. Was geht hier vor sich? Lebt er noch? Selbstzerstörungsschlüssel. Er lebt. Er ist tot? Bewusstlos. Trotzdem, es macht sich besser. Au, ich nehme Schaden. Ach, der Heilige. Ah, was geht hier vor sich? Erreiche alles, bevor er stirbt. Ja, das würde ich gerne. Kann ich ihn wegziehen oder was ist da los? Ah. Ah. Wozu hin? Das verfolgt mich, das Vieh. Oder nicht? Verfolgt mich das? Das ist ein bisschen abgefahren gerade mal, was hier passiert. Ich meine, schön mal hier oben zu sein, aber... Ich bin mir ja nicht sicher, ne? Der schlurpst sich hier alles aus der Koralle raus, ne? Oder aus dem ganzen... aus dem ganzen Spinnweben hier. Das ist sehr uncool. Warte mal, was habe ich genau zu tun jetzt? Kleinen Moment, so viel Zeit muss sein. Stelle den Nullwellenprototyp her. Benutze die Selbstzerstörungskonsole im Kraftwerk. Nullwellenprototyp. Das ist schon cool. Die Frage ist halt, was soll jetzt noch groß passieren, mal so gefragt. Aua. Ist ja gut. Wo komme ich denn überhaupt hin jetzt? Mehrere Ziele. Ich versuche mal wieder runterzukommen. Ah. Dieses Ding versucht noch immer die Station zu verschlingen. Der Rumpf ist mehrfach beschädigt. Ich glaube richtig. An sie morgen. Ich zähle auf sie. Das ist schön. Wenigstens einer. Ich benutze mal den Aufzug kurz, ne? Hoffentlich. Falls es noch geht. Falls das noch geht.
Okay, hätte ich noch was mit Alex machen können? Mit dem Alex Yu? Bin mir gerade nicht sicher. Da habe ich nicht unbedingt mit gerechnet, dass hier spontan mal die. Also, sich alles ein bisschen zerlegt. Vielleicht nicht unbedingt. Ich würde das fast gerne von außen anschauen jetzt, ne? Ich wäre fast gerne draußen gelatscht. Ich weiß nicht, wie gut das kommt. Morgan, hier ist wieder alles okay drin. Sie haben Alex Appel vorausgeahnt. Ihre Verbindung, Ihre Geschichte. Sie haben mich darauf programmiert, ihn Punkt für Punkt zu widerlegen. Aber wir können das überspringen. Ein Typhon von der Größe eines Wolkenkratzers verspeist gerade die Talos 1. Ja. Daher hat Alex Unrecht. Zerstören Sie die Station, wie geplant. Dann wird das Monster ebenfalls vernichtet. Das... ist das wirklich so? Ist es denn wirklich so? Da bin ich mir gerade mal nicht ganz sicher. Nur wie ein Prototyp. Ich gehe mal ins Büro, oder? Kraftwerk. Ich gehe jetzt mal ins Büro. Mal gucken, was da passiert. Da war ich lange nicht mehr. Also ich weiß ja nicht, ob das dann wirklich zerstört wird. Klar, alles, wo wir bisher drauf geschossen haben, das ging dann kaputt. Aber bei dem Biest bin ich mir gerade mal nicht sicher. Das ist halt ein bisschen extra groß, ne? Okay, das verschlingt anscheinend noch ein bisschen mehr hier gerade mal. Es sieht schon cool aus. Vielleicht sollte ich doch nicht in die Lobby gehen. Na, ja, vielleicht doch. Mal, also in unseren Home-Reich hier, ne? In unser Büro. Das meine ich mit Lobby. Ja, dann müssten jetzt hier noch ein bisschen rumchillen, oder? Hallo! Na, ihr? Ich habe noch mehr Vorräte aufgetrieben. Yay. Greifen Sie zu. Keine falsche Bescheidenheit. Haben die auch nicht. Nee. Wo komme ich... Wo kriege ich die her? Morgen. Ja, übermorgen. Wo hat sie die hingepackt? Keine Ahnung. Ich muss mal kurz was herstellen hier. Das muss weg. Das kann auch weg. Aller Schrott kann weg. Na, 7 Euro Mods habe ich immerhin. Aha, fantastisch. Kommt jetzt ein Zeug raus. Zu viel Zeit muss sein. Ich habe zwar keine Ahnung, was ich gleich brauche, aber... Naja, ich muss eh was herstellen. Von der passt schon. Aber... Wo hat sie die Sachen reingepackt? Ist das hier oder was? Schrank. Jetzt kann ich die nicht mehr öffnen, ne? Na gut. Irgendwo wird sie das hingepackt haben. Guten Tag. Der kann mich nicht heilen. Mist. Start. Was haben wir denn hier? Nullenwend Transmitter-Prototyp. Zum Glück nicht teuer. Okay, immerhin kann ich mir das herstellen. Das sieht äußerst albern aus. Da ist ja gar nichts bei. Man kann den Düngermix herstellen. Schön, falls wir den nochmal brauchen sollten oben. Man weiß es nicht. Ich habe noch immer nicht diese eine Strahlwaffe bekommen. Ich habe da 1600 Muni für oder sowas. 1662, ja. Kuhstrahl zählen. Ich habe keine Ahnung, wo ich die herbekomme. Ich weiß noch immer nicht. Wahrscheinlich gibt es eine Quest, bei der man die holen kann. Oder einen Ort, wo was man hacken kann. Damit man das machen kann. Triff Igwe, ja. Das Zentrum der Korelle, ja. Wäre auch schön. Also beides wäre sehr nett. Ich stelle nochmal Reparaturkrams her, glaube ich. Oder mache ich das? Anzugreparatur? Nee, mache ich nicht. Hab ich keine Möglichkeiten für. Ich habe auch keine Heilung. Machen wir das. Das hätte ich wirklich gerne. Dann muss ich dann leider nochmal den letzten verschwenden, glaube ich. Also verwenden. Ist ein bisschen knapp bemessen, ne? Mein ganzer Kram ist bisher hier. Bisschen zu knapp. Da habe ich mich vertastet gerade mal. So, dann wollen wir mal wieder raus hier. Guten Tag. Können wir mal Sachen einschmeißen? Ja, ist ja gut, ist ja gut. Aber schön, dass sie es wirklich überall da reingebaut haben. Wo ist denn Igwe? Ist auf der anderen Seite da, ne? Oder wo ist denn der? Ich geh mal hoch. Mal gucken, ob der Vogel da irgendwo ist. Ich habe irgendwie Schaden bekommen eben. Igwe? Kommen wir da rein? Nein, Mist. Ja, ich gehe ja schon mal. Jetzt
jetzt nicht der beste Zeitpunkt für Nebenmissionen hier. Muss ich ja zugeben. Ging's hier raus, ja, ne? Ja. Echt nicht unbedingt der beste Zeitpunkt. Ich will. Ja, ist ja gut. Ich mach ja schon. Ah! Oh. Achso, wo ist denn der Vogel ganz? Am Anfang oder wo ist der? Machen wir das. Ich guck mal kurz, wo der ist. So viel Zeit muss sein. Aber dass er alles zugrunde geht. Aber das heißt ja eigentlich, dass es theoretisch bald zu Ende ist. Oder wie sieht das aus? Ich meine, das Let's Play geht jetzt schon einige Folgen. Aber... ich weiß es noch nicht. Wenn Ihnen das noch nicht in den Sinn gekommen ist, wird es das. Tun Sie es nicht. Ich kann nicht vorhersagen, was beim Scannen des Apex geschieht. Aber meine Modelle deuten auf Leid hin. Wo ist denn Igwe? Monsieur Igwe? Was will er genau? Bayer, haben Sie das gehört? Ja, hab ich. Schicken Sie einen Operator. Das tue ich gerade, Nils. Er reagiert nicht. Keiner reagiert. Scheiße. Waren das diese Dinger? Haben die die Luft abgeschaltet? Ich weiß es nicht. Ist aber doch auch egal, oder? Ich meine, wir haben noch stundenlang Luft. Nein, Nils. Das System arbeitet umgekehrt. Es entzieht der Luft Sauerstoff. Wir haben 10 Minuten. Maximal. Was? Aber... was macht denn der Kerl? 10 Minuten haben die. Das heißt, ich habe eine neue Aufgabe, oder was? Was macht der Kerl da? Ich muss so ganz kurz gucken hier. Ich will nicht sagen verwirrt, aber so ein bisschen schon. Haben wir wohl jetzt eine zeitlich begrenzte Geschichte hier, oder was? Okay, ich habe jetzt zumindest... Meine Nebenaufgaben sind gerade mal sehr eingeschränkt. ist ein bisschen sehr weniger. Benutze Selbstzerstörungskonsolen. Ja. Platziere den Nullenwellenprototyp Psychotronik. Wurden wir gewarnt, dass wir die ganzen Nebenaufgaben... Dr. Yu, morgen. Ich hatte Angst, dass Sie es nicht schaffen. Ah, das Dahl. Objekt Dahl wurde gesichert. Ich glaube, ich habe die richtige Neuromod isoliert. Wichtig ist, die Geschehnisse auf der Station möglichst unerwähnt zu lassen und uns auf die Situation zu konzentrieren. Dahl sollte eigentlich auf sein Feldtraining zurückgreifen und sich entsprechend verhalten. Er hat Befehle nie angezweifelt. Bereit, wenn Sie es sind. Nicht vergessen, wenn es funktioniert, sagen Sie nichts. Das ist halt die Sache, ne? Ist es, funktioniert es? Ich habe keine Ahnung, Nach dem Extrahieren sollte Dahls Erinnerung wieder auf das Anfangsdatum springen. Und er sollte diesen Auftrag vergessen. Ich hoffe mal, dass es geht. Dr. Yu, morgen. Konnektum des Patienten nicht aktuell. Das heißt... ich leg jetzt mal an, den Quatsch. Er hat ein bisschen Spaß. Wie nicht aktuell. Ich gebe dir gleich mal was nicht aktuell ist. Dr. Yu, ich bin soweit. Ich auch. Nachbesprechung? Nein. Hau raus, Quatsch. Was? Meine Reden. Wer sind Sie? Morgen? Ihr Vater... hat nach Ihnen gefragt. Und nach Alex. Ich sollte mich wegen einer Bergung nach der Installation bei ihm melden. Wo bin ich? Warum bin ich fixiert? Commander Dahl, ich bin Dr. Igwe, leitender Arzt hier. Sie... ich kenne Ihr Gesicht vom Namensverzeichnis. Alex Liebling. Der verrufene Parapsychologe. Commander Dahl, Sie haben eine Kopfverletzung erlitten bei einer Notsituation auf der Station. Wir müssen sofort evakuieren, aber wir konnten ohne Sie nicht weg. Können Sie ein Shuttle fliegen? Was? Ja, natürlich kann ich ein Shuttle... Moment, welche Notsituation? Bin ich auf Argus? Wo ist Casper? Wir haben keine Zeit für Erklärungen. Wir müssen zum Shuttle-Dock und den Abflug vorbereiten. Transstar-Auftrag. Dr. Yu kann das bestätigen. Natürlich.
Morgen. Sie sehen übel aus. Gut. Bringen wir Daddys Liebling weg von der Station. Sonst werde ich von Transtar noch getilgt. Ach nö, nicht von Transtar. Ich muss ihre Vitalwerte prüfen. Unser Pilot sollte nicht ohnmächtig werden. Mit mir ist alles in Ordnung. Der sieht ein bisschen... Das sieht ein bisschen ungesund aus, ne? Bisschen sehr. Jetzt haben wir hier ganz viele Nullwellentransmitter. Fantastisch. Hätte ich gar keinen herstellen brauchen. Schön. Ich bin so konzipiert, dass ich die meiste Zeit vorhersehen kann, was sie tun werden. Aber diese Sache mit Dahl. Ich bin beeindruckt und überrascht, dass sie die restliche Besatzung von der Station schaffen konnten. Sie werden ihr Opfer zweifelsohne in Erinnerung behalten. Wir kommen nach. Okay, ja. Ja. Lassen wir es bei einem einfachen Ja. Was hätte ich denn nochmal gerne hier? Ich habe keine Ahnung. Hebelkraft? Jetzt mit Hebelkraft anfangen wäre auch ein bisschen Quatsch, ne? Das wäre ein bisschen unsinnig. Schlagkalibrierung wäre jetzt auch ein bisschen unsinnig. Jetzt mit einer Rohrzange nachhauen wollen. Ich könnte auf 300 Lebenspunkte gehen, ne? Aber... So viel Zeug. So viel Zeug. Schleichangriff. Ach, was hätte ich denn mal gerne? Hier habe ich noch so viel nicht gemacht, ne? Das ist das Schlimme. Das ist der blöde Teil. Thermalbombe. Der zeugt eine Falle aus super heißem Plasma, die innerhalb von 3,5 Metern bis zu 75 Feuerschaden verursacht. Wenn diese ausgelöst wird, organische Gegner brennen mehrere Sekunden lang weiter. Ich kann das natürlich machen, ne? Aber... Elektrostatischer Impuls. Machen wir das. Ich mache einfach mal Sachen hier. So. Ob ich die benutzen werde, ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen blassen Schimmer. Machen wir das mal direkt auf. Machen wir den direkten Stufe hoch. Keine Ahnung, was noch alles passieren wird hier. Nils, wo sind Sie? Fluchtkapseln. Können Sie herkommen? Nein. Oh. Wir haben den Aufzügen den Saft abgedreht, damit diese verdammten Dinger nicht den Kontrollraum erreichen. Naja. Wir sitzen hier eh fest. Wir kriegen die Kapsel nicht auf. Ich versteh's nicht. Ich überflute die Sicherheitscomputer schon mit Anfragen. Vielleicht sieht es ja irgendwann jemand. Ja, vielleicht. Das war alles der Anfang hier, wo wir hier reingekommen sind. Okay, ich muss auf jeden Fall weg. Ich muss auf jeden Fall nach oben. Glaube ich. Ziele. Aber mit dem Ig, wir haben ja nichts mehr zu tun jetzt erstmal, ne? Schiele. Gartentipps. Ich kann auch immer den Dünger herstellen. Warte, bis da sie dich vom Shuttle aus kontaktiert. Finde den Baum mit den Initialen. Nein. Die ganzen Nebenaufgaben sind alle weg. Hör dir die entschlüsselte Transcribe-Nachricht an. Finde deine psychologische Beurteilung. Nee. Aber nicht. Selbstverstörung. Kraftwerk. Psychotronik. Gehen wir in die Psychotronik vielleicht. Etwas. Wo muss ich denn da hin? Psychotronik. Stationskarte. Neuromodabteilung. Aber ich müsste... Von der Lobby aus kann ich da hin. Klar. Kann es auch anders sein. Tag. Ja. So. Zack. Lobby. Ich hoffe mal, dass ich da durchkomme überhaupt. Ist da doch ein bisschen... ungünstige Luft an der Stelle gerade mal. Da in dem Hauptraum. Eigentlich überall. Ich würde tatsächlich gerne nach draußen und mir das von außen mal anschauen. Ja, aber das Timing, dass wir uns oben mit Alex getroffen haben und dann in dem Moment, dass in dem Moment uns dann alles hier um die Ohren fliegt, das war schon etwas ungünstig. Das noch ein Weber. Ist die Psychotronik, ist die hier unten oder was? Ist die Shuttle Lock? Wo war denn die Psychotronik? Psychotronik haben wir da? Nee. Ja, die wollen die ganze Zeit was von mir. Das ist schön. Da komme ich nicht durch, oder? Oben komme ich auf jeden Fall durch. Hier ist noch fast alles heile. Das ist schön. Okay, das ist Hardware Labs. Au, au, au.
Sales Division. Ein paar Bereiche sind wirklich abgeschlossen. Komme ich in die Psychotronik rein? Ich bin klar, wahrscheinlich von unten, ne? Aber... Achso, es steht... Sieht man ja auch hier. Psychotronik. Arboretum. Shuttle Lock. Oh. War ich da unten nicht? Nee, ich bin da. Okay, also muss ich ganz nach unten. Okay, okay. Alles klar. Hey, fliegen. Immer noch äußerst praktisch, dass man das kann. Dass man damit lange Stürze verhindern kann. Da. Ja, fantastisch. Ich erinnere mich, dass wir hier unterwegs gewesen sind, wo gesagt wurde, ah, geh da bloß nicht rein. Und jetzt sowas. Ich glaube, jetzt ist das der weniger gefährliche Ort hier. Nachdem alles von außen irgendwie ein bisschen dezent befallen wurde. Ich glaube, jetzt ist es eher so ein feiner, kleiner Rückzugsort hier. Bisschen gemütlich. Trinken mal einen kalten Kakao. Ist schön. Kann man ein bisschen rumchillen hier. Ja, vielleicht doch nicht. So. Vielleicht. Vielleicht ist es mit dem Chillen doch nicht mehr so ganz. Ja, nee, das mit dem Chillen, das nehme ich, glaube ich, zurück. Da muss ich hoch, oder was? Natürlich muss ich da hoch. Natürlich. Das ist hier auch unsere... War das jetzt die Hauptversuchsanordnung da? Zentrum der Forschung quasi. Ist ja gut, das sind zwei Stück. Soll nochmal bleiben, bitte. Kann ich sie ignorieren? Ein bisschen. Da sind noch... Ist alles voll hier. Ich glaube, ich muss hier hinten hoch, ne? Falls ich hier durchkomme. Ui. Ist das ein Kumpel? Nee. Ich gehe mal dran vorbei. Ein ganz Quatsch. Ich glaube, die kommen nicht nach. Okay, Atrium. Ja, hi. Ah, es sieht schon cool aus jetzt hier. Es ist ein bisschen bedrückend vielleicht. Ich würde gerne noch was herstellen. Wobei, will ich das wirklich? Ich glaube, das ist die große Frage. Will ich das wirklich? Da bin ich nichts Neues, ne? Ich kann nichts herstellen außer eine Rohrzange. Und Zündschlüssel. Morgenzündschlüssel. Ich habe den noch nicht hergestellt, ne? Oder? Ich weiß nicht, ob ich das müsste. Ich glaube, ich muss den nicht herstellen. Ich hab den ja schon. Ha. Ich fühle mich trotzdem nicht wohl gerade mal hier. Au. Aua. Das war der hier die ganze Zeit rumgelungert ist. Das ist noch ein Herz oder ist das hier? Nee. Zentrum der Koralle. Wie komme ich da denn hin? Was mache ich denn damit? Da muss ich da was anbringen, ne? Der ist immer noch da. Hi. Der chillt. Der ist immer noch hier, der Kerl, ey. Das Vieh ist auch noch immer da. Fantastisch. Kam ich da von der anderen Seite aus ran? Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Oh, hier liegt Krams rum. Das ist ein... Achso. Widerstand. Ist zwar zwecklos, aber was soll's.